kommt her. Verdammt, irgendwie treffe ich nicht so gut im Moment. Jetzt, weil ich schon so lange nicht mehr gezockt habe, habe ich schon lange kein Modern Warfare 3 mehr gezockt und Battlefield 3 auch nicht. Deswegen, oh scheiße. Deswegen muss ich da jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Zack. So. Ah, verdammt, ey, was mache ich denn für einen Kack? Das gibt es ja gar nicht. Okay, dann gucken wir mal, wo die hinwollen. Und rein da. Und hinterher. Hinter dem Zug. Auf geht's. Fahr! Boah, schreibt mich schon fest. Boah. Boah, jetzt geht's ganz schön ab hier. Ja, versuch mal neben die zu kommen. Wow, 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 wow. Zack, das ist mal eine geile Idee. Boah, ich hab hier einen Raketenwerfer, ey. Meine Fresse. Komm, ich krieg dich. Also, sehr schwer da was zu treffen. Am Anfang habe ich direkt einen getroffen, aber... Boah, nee, das sind Zivilisten. Alter Falter! Wir haben die jetzt auf die Zivilisten geschossen. Boah, fuck. Ich schieß einfach mal in den Zug rein. Oh, das ist sehr schlecht. Wow, 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 wow. Ah, komm, jetzt aber. Hehe. Ja, den haben wir auch erwischt. Oh, da ist schon der nächste. Ja, da ist es. Ist doch wieder die Sicht auf das Ziel. Ja, du bist gut. Ich versuche. Oh, scheiße. Ich versuche das Ding aufzuhalten. Oh. Wow, wow, wow. Wow. Alter Falter. Schön das Ding entgleist. Wow. Und ich würde sagen, raus hier, bevor der ganze Ding hier einkracht, ey. Oh, scheiße, jetzt hast du uns auch noch erwischt. Alter Falter. Das war nicht von schlechten Eltern, du. Da war mal wieder eine geile Mission. Bis zu dieser Stelle. Ich denke mal, geht noch weiter. Ah ja, da sind wir wieder. Halb ohnmächtig. Das kennt man ja auch schon aus zahlreichen Shootern. Erstmal wacht man halb ohnmächtig auf. Dann steht man irgendwo ohne Knarre in der Pampa, alles voller Feinde. Dieses Szenario ist uns ja wohl bekannt. Bravo 6, bitte kommen. Bravo 6, bitte kommen. Alles in Ordnung. Bravo 6, wie ist Ihr Status? Ich kann nicht mehr. Alter Falter. Vorsicht, Bravo 6. Die Trucks sind in Ihre Richtung unterwegs. Ab nach oben und treffen Sie sich mit Bravo 2. Alles klar, wir werden es versuchen. So, dann gucken wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Ja, natürlich, Feinde sind noch allerhand da. Das war ja klar. Boah. Wow, was meine ich hier unten? Die sehen irgendwie alle aus wie Gefangene, diese Feinde hier, weil die, was ist da oben, ne? Ne, Selbstschussanlage ist das keine. Weil die so orangene, ja, Kleidung anhaben. Was sind das hier denn für Filme? Oh, das ist gar keiner. Raffaelli, Deeper und Special Forces. So, direkt mal kaputt gemacht. Oh, fuck, Granate. Und machen wir die hier mal alle. Wollen die uns hier mit einer Granate erledigen? Ich fass es nicht. Da wollte er sich gerade noch mal zu trinken holen, der Gute. Hat wohl nicht mehr geklappt. Den hätten wir.
Den hätten wir nicht. Ah, den hat unser Kumpel erwischt. So. Dann folgen wir Wallcraft mal. Bam! Boah, da sind wieder unendlich viele Feinde. Aber direkt mal drei Stück ausgeschaltet. Ah, der hat die zurückgeschmissen, glaube ich, gerade die Handgranate. Das mache ich fast nie. Oder nie. Ich mache es eigentlich nie, wenn ich ehrlich bin. Oh, oh, ich dachte, ich würde die alle erwischen. Oh, da hat uns unser Teamkamerad uns das Leben gerade gerettet. So, ich muss jetzt mal die Waffe wechseln, weil wir extrem wenig Munition hatten. So, dann gehen wir hier mal die Rolltreppe hoch, die schon nicht mehr rollt. Weil sie schon leer ist. Wie trifft denn der uns? Wir liegen doch. So, jetzt haben wir ihn aber erwischt. Boah. Da kommt schon direkt der Nächste. Ich würde sagen, wir schleichen hier mal hoch. Zack. Oh. Hat der hier den Last Stand drin? So ein Idiot. Okay, da ist ein Überlebender. Können wir mit dem reden? Nein, okay. Exit, da geht's also raus. Das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. Ach, wir laufen schnell, unser Kollege. Boah, alles voll. Mit Feinden. Der hier lebt ja immer noch. Ah, der ist nicht mehr. Zack. Schön darüber. So, und da sind wieder unsere Freunde. Ich denke mal, wir gehen jetzt mit denen, oder? Oder, ja. Oder gehen wir hoch? Ne, wir gehen da hoch. Wir folgen dem. Alle Teams, Achtung, der Truck kommt auf euch zu. Oh, okay. Ja, da sind die ganzen Schaulustigen. Okay, errichten sie eine Blockade. Boah, den haben wir aber schnell gelegt, du. Glück gehabt, der ist aber gerade noch so vor uns zum Stehen gekommen. Faceplate, der Truck ist erledigt. Wir sind sicher. Wie ist der Status der anderen? Faceplate, bitte komm. Faceplate, wo sind die Trucks? Okay. Der Davis Familienurlaub, London. Tag 3, Free Camp. Okay. Okay, also ich höre gar nicht, was die labert. Okay. Was sehen wir? Gut, wir sollen näher kommen. Das habe ich jetzt verstanden. Was ist da links? Das ist für ein altes Fahrrad. Und der Fußball, der liegt das Blatt. Achso, wir müssen dann auch laufen. Okay. Was sind da vorne so viele Möwen? Die sind Straßenschild. Ist doch das... Ne, ist nicht das da, wo wir eben waren. Ey, da ist doch so ein Truck. So ein Truck. Wow. Alter Falter. Um 6.22 Uhr britischer Zeit. Ah, okay, jetzt leckt es kurz wieder. Sorry, aber es während dem Laden leckt es ja immer. Okay, sehr interessant. Gut, damit hätten wir diese Mission also abgeschlossen. War eine coole Mission und das Ende war sehr überraschend. Ich wüsste es mal gerne, naja. Ich wiederhole, Downing Street liegt im Kontaminationsradius. Schon jetzt gilt es als schlimmster Terrorakt der Geschichte. Ihre GLGL-Hauptquartier, meine Leute sind tot oder sterben. Ich hab Gas eingeatmet. Der Rammstein, wir werden angegriffen. Roger, wir wissen vom Gasangriff und schicken die Kontaminierungseinheiten. Kein Gas und greifen hier russische Bodentruppen an. Bitte bestätigen, Rammstein. Russische Bodentruppen? Die ganze russische Armee fordert sofortige Unterstützung. Berichten Augenzeugen von russischen Panzern auf der Champs-Élysées. Das war kein Terrorakt. Die Angriffe sollten unsere Verteidigung zerschlagen und eine Invasion vorbereiten. Wir müssen sie mit allem angreifen, was wir haben. Sir, wir haben Kontakt zur Delegation in Hamburg verloren. Metal
1, hier Overlord. Sie werden nach Hamburg umgeleitet. Wir müssen eine hochrangige Geisel retten. Wer ist es? Der Vizepräsident. Oh, das ist wirklich eine hochrangige Geisel. Und den Vizepräsidenten werden wir beim nächsten Mal retten. Bis dahin, ciao.